Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command One Europe. Mehr Spieler gegen Farce und mal sehen. Okay, Score. Naja, es gibt da ein bisschen Stress hier, ein bisschen. Dass er sich zurückzieht, ist allerdings wirklich sehr unglücklich. Jetzt gefallen. Mal, er hat da niemanden mehr, um da noch durchzufahren. Und die setzen sich jetzt auch eiligst wieder vom Hafen ab. Aufgrund dieses aus ihrer Sicht sehr gefährlichen Marinebombers. Die fahren wahrscheinlich weg. Der eine Jäger eben zerstört eine britische, ich hatte so den Eindruck. Ja, und bei dem Schiff müssen wir ganz dringend aufklären. Es ist jetzt halt schon unglücklich und teuer genug, dass der so hochgeheilt werden muss, aber jetzt auch noch versenkt werden würde, das wäre die absolute Katastrophe. Ja, das eine Kurve wurde zerstört, Hafen. Und tatsächlich, das eine Jagdflugzeug wurde zerstört. Hat sich doch schon gelohnt, einen Jäger dahin zu bringen. Wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass da einer ist und wollte einfach so mal aufklären mit seinem Jäger, der dann aber kaputtgeschossen wurde. Und da haben die ihren ersten Erfolg in Griechenland. U-Boot und eine Garnison, das heißt, wir sind bei 78%. Aber okay, fangen wir erstmal an. Hier oben. Ja, irgendwas, als ich den letzten Zug beendet hatte, war da noch in meinem Hinterkopf, dass da irgendwas ist, was hier das nicht ganz funktioniert. Der nämlich hier mit Versorgung 4 kann also noch nicht weg in diesem Zug. Du rennst da drüben mit hin. Okay, und ehe es bei der Garnison Schwierigkeiten gibt, kriegst du nochmal, sagen wir mal, 3 Stärkepunkte rauf. Das müsste dann aber auch wirklich ausreichen. Dann die Finnen. Ja, ihr solltet zusehen, dass ihr euch hier rumkümmern könnt. Das ist natürlich ein bisschen das sehr sumpfige Gelände hier überall. Können vielleicht alle, die können, draufschlagen? Ah, nee. Zur Stadt zurückziehen mag er sich auch nicht. Ich nehme mal an, Garnison hier würde auch nicht viel ausrichten. Er hat den 1:0 gegen sich auch nicht so recht, das Wahre. Sonst da unten. Ist genau mal wieder 1 Meter Eisenbahn frei, wodurch er vielleicht evakuiert, aber immerhin kann man recht sicher sagen, dass wir den Ort da ja bald kriegen. Du hast auch nur 0:0, okay. Machst hier ein bisschen weiter und eroberst die Orte da einfach entlang. Nicht spektakulär, aber ein paar MPP sind ja dann, sind doch, oder? Ja, ein paar MPP auf Dauer. Kümmert euch da. Und beim Schiff müssten wir gleich noch schauen. Okay, der ist weg und vielleicht kann die Luftwaffe ja sogar noch aushelfen und ihr belagert den runter. Achso, und sobald der Ort dann weg ist, würden wir auch die ganzen Sümpfe kriegen, das ganze Gelände dazwischen. Hier ist eine Garnison erschienen, wäre nicht das Thema, die wegzumachen. Kurz mal gucken, den Panzer darfst du schon gerne nehmen. Das brauchst du eigentlich nicht, das hat doch eh keine wirkliche Kampfkraft. Hier aus, das verschmilzt dann ja langsam zu einer Front. Hier war doch, meine ich, auch ein Chor drin. Wahrscheinlich haben die sich jetzt alle auf Moskau da in die Befestigung zurückgezogen. Hier sieht das auch soweit alles in Ordnung aus. Da auch nur eine Garnison drin. Ja, und hier müssen wir mal gucken. Wenn wir den jetzt schnell rauskriegen, kriegt man das hier vielleicht doch noch alles halbwegs schnell wieder verbunden. Wäre zumindest meine Hoffnung. Ich mache so ein bisschen Überblick gerade.
Du kommst zum Glück doch in den Ort zurück. Und wir können hier wenigstens einen Hafen weiter aufrücken, der dann wieder uns gehört. Aber die werden ja eh bald nach Griechenland reingehen und die evakuieren hier wahrscheinlich von Italien runter. Und hier ist es schön. Weiter ruhig. Haben wir denn hier einen schweren Kreuzer? Den kriegen wir nicht versenkt, aber den zerstören wir aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht. Aber ich glaube, ein schwerer Kreuzer würde auch schon einiges im Zweifel in der Reparatur kosten. Oh, 200 und ein bisschen. Je nach Produktionstechnologie. Störer ist ja dann doch noch ein Stück günstiger. Das sieht doch ganz ordentlich aus. So, und hier drüben hat sich der Jäger wohl schon bewährt. Hat ja dank dem HQ auch sehr ordentliche Kampfwerte. Dann können wir hier, hoffe ich mal, in Ruhe unsere U-Boote mal wieder platzieren. Natürlich wäre der Marinebomber irgendwann hier auch mal nett, um einfach davor alles freizuhalten. Forschung ansonsten läuft. Industrie wird wahrscheinlich durchgehen. Luftabwehrwaffen könnten wir danach auch sehr, sehr dringend mal gebrauchen. Und ja, Logistik wäre natürlich auch mal schön. Schwerer Bomber soll irgendwann anfangen. Der übliche Stress, dass man irgendwie alles braucht. Und Italien hatte die Marinewaffen. Okay. Dann nach dem kleinen Überblick schauen wir weiter. Beziehungsweise bei euch. Ja. Kann auch nicht weg. Könntest weg, aber. Das ist erstmal alles nicht so relevant. Gehen wir hier hin, wo dann auch wirklich gekämpft werden könnte. Mit den Fragen: Was tun? Also, du könntest natürlich einfach. Garnison außer Gefecht setzen. Sie ist sogar unterversorgt. 8, 7, 6, 5, 4. Ja, das. So, Versorgung ist auch nicht gerade die beste. So was Upgrades und sowas angeht. Dann hau den mal weg. Oh, vielleicht ein bisschen aufklären. Okay, hat er doch Kontakt. Ich hatte gehofft, nur da würde einer stehen und nicht da. Aber dann kannst du gleich erstmal in der Gegend bleiben und hier aufpassen. Deine Artillerie da auch noch eine Garnison. Hier und Garnison zusammen eine Kontrollzone. Tatsächlich, wie es ausschaut. Ja. Sonst können wir, glaube ich, noch auf das Feld immerhin. So, natürlich das Jagdflugzeug. Du kannst mal dann hier aufklären, ob wie es da ausschaut. Eigentlich auch im Westen gebrauchen könnten. Endlich mal die Schiffe da zu schützen. Du fährst mal hier an und greifst den Pio an. Damit das Feld da noch frei bleibt. Was für eine Performance von den Angreifern. Die haben inzwischen auch Luftabwehr 2, die Sowjets. Den unangenehm ist, aber. Ob den wenigstens weit genug runter, dass wir hier mal anfahren können. Dahinter doch das Hauptquartier. Warum hatte dann die Garnison nur eine Versorgung von 4 hier drüben? Wir haben nicht mehr als 8. Das Akku ist nicht gesund. Das muss die Lösung sein. Die könnte auch noch alle ein bisschen reinbomben. Ob man das Akku vielleicht dann anbomben sollte. Also schauen wir, meine Garnison ist eh nicht so kampfstark, der Pio auch nicht. Hat der ist hier auch gerade gar nicht verschanzt. Aber sonst würde ich doch lieber den Pio schon mal rausnehmen. Nicht, dass der sich noch rettet. Und hier irgendwo weiter schaufelt. Er könnte die Garnison vernichten.
Wird aber auch sehen, ob ihr das Akku weiter schwächen könntet. Wird alle unterstellt. Ja, sehr schön. Zwei auf das Akku. Der müsste zwar geheilt werden, theoretisch, aber Geld haben wir eh keins. Was würde ich jetzt für einen Fallschirmjäger geben? Aber das hat dann auch schon mal sehr ordentlich funktioniert und du gehst jetzt rein nach Smolensk und dadurch sollten wir da eigentlich eine 10 haben im nächsten Zug, ja, und keinerlei Versorgungsprobleme. Vielleicht erreichen wir dann nächstes Mal schon Vjasma. So, ihr belagert den weiter runter. Wird noch alles ein Momentchen dauern, aber ansonsten nicht weiter das Thema sein. So, wie sieht's hier aus? Die Armee musste, glaube ich, dann hier ran, damit ihr den auch mal belagert. Müsst noch nicht angreifen. Belagert den erstmal runter. Der hat da ja leider noch sehr unschön ausgeteilt. Was das Feld? Ja, das heißt, du kannst auch ruhig dahin und deckst das immer noch ab. Belagert ihr den halt fertig. So, hier oben weiter. Also einerseits müsste man auch mal einen Blick nach Voronezh werfen, was da so los ist, damit von da keine Flankenbedrohungen entstehen können oder man gar selbst noch Gas nach Osten geben kann. Nur so, falls Moskau doch zu stark wird. Hat hier so viel gebaut. Ich habe so viele Einheiten, halt damit die Bahn möglichst schnell funktioniert, auch nicht gekesselt besiegt. Wenn die irgendwann zurückkommen und die Sibirier irgendwann erscheinen, könnte das zu einer Festung ausbauen, theoretisch. Leningrad ist ja eh schon gefallen, da wird er hier oben nicht mehr viel machen. Oh. Ja. Halt Stalingrad, wobei da stehen wir auch schon vor der Tür. Wird er auch wohl kaum noch so großartig ausbauen. Auf jeden Fall ist Voronezh interessant. Und mal mit einem Lebenspunkt. Der hat schon mehrfach aufgeklärt, aber irgendwann passiert ihm auch mal was. Du bist der einzige Bomber, der fliegen kann. Könnt natürlich unseren Fadi da ein Stück raufschicken. Und einfach sprungbereit machen, um zu gucken, ob wir hier in einen hinteren Ort reinkommen. Oder der italienische Panzer. Brauchen wir eh nicht so direkt zum Kämpfen. Der könnte natürlich mal rüberfahren und aufklären. Ein Chor drinne. Würde ich natürlich gerne irgendwie schlagen in nächster Zeit. Ja, da ist auch ein Partisanenfeld, da muss man ein bisschen aufpassen. Im Zweifel hier jemanden vorschieben. So wie die Armee oder so. Aufpasst, aber sonst läufst du da schon mal hin. Der Sprung bereit machen. Okay, Verschanzung 1. Abwehrwaffen 2. Also zumindest das Upgrade, das wir fertig haben. Vorhin eben auch schon gesehen. Dann hier schießen wir uns, denke ich mal, da rein. Am liebsten natürlich auch da rein. Den Platschies kämst du damit nicht mehr in den Ort. Obwohl, du könntest vielleicht ja den Platschies mit artiger Unterstützung in den Ort durchfahren und dann dahin. Und die Armee rückt im Gewaltmarsch nach, um den Ort zu halten. Du fährst dahin und dann da drüben hin. Wir könnten den natürlich auch versuchen einzukesseln. Mal wieder, aber hier vor Moskau, falls es noch zu einer Schlacht kommt, möchte ich gerne möglichst viele hohe, intakte Orte haben. Das heißt, wir
Und den doch erstmal zuschlagen. Du darfst den nebenbei dann mal entschanzen. Und du, ja, du vorne bist auch unterstellt. Dann hau einfach mal drauf. Fast darauf hoffen, dass der Ali das vielleicht. Nee. Er ist dann wieder zu schwach und sehr viel andere Unterstützung außer unser super toller Panzer sind auch nicht da. Heißt, du fährst da ein und da drüben hin. 2,98. Der ist bald fertig, maximiert. Das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Du nimmst dann schon mal Bryansk ein. Ab dem nächsten Zug dann hier auch die Bahn. Kann ich auch schon mal ein bisschen vor. Ist halt immer ein bisschen das Problem, immer dieses erst ab dem nächsten Zug. Dann hier trotzdem ein bisschen lästig ist, weil vorübergehend die Versorgung ja doch immer schlecht ist. Das Hauptquartier, du kannst bis dahin rennen, dann wirst du das schätzungsweise auch machen. Beziehungsweise jemand müsste nach Kursk rein. Statt es müsste der in der Stärke hier noch ansteigen. Denke ich. Oder, na gut, wir schauen gleich noch mal. Hier steht soweit alle. Der Fadi müsste dann auch nach vorne. Kann hier so wie er steht einfach nicht viel ausrichten. Damit hin und macht sich bei Zeit mal wieder sprungbereit. Die Garnison hier. Nicht gut versorgt, du kämst da nicht ran, da nicht ran. Könntest natürlich auch schon dich hier rein bewegen. Die den umso entspannter runter belagern und dann weg. Oder doch schon da in die Nähe, dass da nicht das Chor hin muss. Oder hierhin machst du irgendwie beides und tauscht dich dann demnächst mal durch. Dann Reiter, ich meine, Industrie ist, glaube ich, an dem Punkt nicht so tragisch. Wenn ich erstmal da stehen. Auch einen losen anderen Plan, wofür man vielleicht einen Reiter bräuchte. Seine Bahn funktioniert, das ist auch schon mal gut. Oh, ja gut. Hier ist ein spezielles neues Feld. Mal abgedeckt werden muss und gegen den Italiener per Bahn da reinzubringen. Klingt natürlich ein bisschen nach Verschwendung. Anders, na, oder wir lassen uns noch jemanden neuen schicken, den man da reinstellt. Hängt noch ein bisschen von den Ergebnissen der anderen Fronten ab. Dort ist er mal nach vorne. Und noch nicht die tollsten Werte. Schauen wir uns mal diese Gegend an. Also, guter Jäger. Die ist natürlich eigentlich da, um den Ort einzunehmen, aber vielleicht hier brauchen wir ihn ja auch noch anderweitig. Irgendwer wird auch mal das da einnehmen, aber es ist hier nun auch eher sekundär und ich will hier möglichst schnell dieses Chor da loswerden. Du. Achso, du bist beim anderen unterstellt. Das ist in Ordnung. Du hast die anderen hier, das passt alles gut. Hier ein bisschen rein, aber das könnte im Prinzip ja auch der Fadi machen. Wir müssten einfach den loswerden und was hier im Zweifel noch an Gegnern steht. Jetzt hier auf die andere Flotte. Nein, naja, das ist Sumpf, das ist irgendwie schlecht. Hier ist klar. Ich finde, wenn man hier den hier groß umfährt, dann wäre der Fluss nicht im Weg. Frage ist, ob das wirklich so einen großen Unterschied macht. 3, 4, wir brauchen wahrscheinlich auch noch den anderen Panzer.
Vierten wollte ich nicht eigentlich noch. Du musst einen Schaden. Wird alles sehr, sehr eng. Noch anfährst, du müsstest natürlich irgendwie wohin fahren, wo ein Sumpf wäre nach Möglichkeit und eigentlich am liebsten auch schon diesen Ort hier einnehmen. Da weiter gucken, ob es Gegner gibt, die Stress machen. Du läufst sonst hier mal hin zurück. Oder ja. Es ist halt dahin, um den anzugreifen. Mal dahin. Also ohne Sumpf anzugreifen. Er zieht sich zurück. Ich kann es bis in den Ort zurück. Ich hoffe, du hast immer noch dein 1-0. Hm, 1-0 hieß es doch. Okay, dann nimmst du das schon mal ein. Dann können wir uns demnächst hier auch das erste Ölfeld sichern. Doch noch mal einen zurück. Na, schauen wir mal, je nachdem, wie Hauptquartiere nachrücken. Hier standen ja, glaube ich, noch ein, zwei Garnisonen, aber es kann maximal hier eine sein. Kann uns jetzt auch nicht zu sehr in die Quere kommen. Aus dem mal den Ort an. Leer, wie erhofft. Hier auch schon mal den Zwischenort, was denke ich ganz nett ist. Und da auch keine potenzielle Bedrohung für Gegenangriffe da ist. Ja, und bevor es zu schlammig wird, könnt ihr dann hoffentlich das hier noch alles abräumen und erobern. Und natürlich Stalingrad selbst. Konsequenten Befehligung bei zu Null Angriffen nerven ein bisschen, aber so ist es halt. So, und eigentlich wäre es natürlich schön, wenn ihr den Ort auch einnehmen würdet, aber dann könnt ihr nicht mehr so gut auf die Stadt anfahren. Ist natürlich nicht, was da ist. Jetzt riskier mal. Okay, ein Chor in der Stadt. Nimm schon mal den Ort mit. Fahr an. Du kannst eigentlich auch schon mal dann anfahren. Hm. Wie vielte? Ihr wisst schon, zu null Angriff war das jetzt. Naja gut, immerhin unser bester Panzer hier drüben, der bald die 3 Sterne hat. Der ist ja von sowas verschont geblieben bisher. Hm, aber wie sich das bei den anderen in diesem Zug gehäuft hat, das war dann schon ein bisschen lästig. Gut, ihr müsst hier und da einfach noch aufpassen, auch als Garnisonseinheiten. Ansonsten sieht das doch ganz ordentlich aus. Wir stehen auch vor den Toren Stalingrad, dass er wohl kaum gegen 2 Panzer wird halten können. Lange plus Unterstützung, die dann so langsam auch mal mit reinkommt. Und das erste Öl dürfte dann auch gesichert sein. Im Prinzip noch Moskau das größte Problem, wo man aber hier scheinbar auch von hier reinkommen könnte. So, kommen wir zu einer Gegend, die etwas problematischer aussieht. Italien. Also wir kriegen einen Ort mehr, haben aber dafür auch hier drüben ein kleines Problemchen. Und ich würde sagen, du musst dich eiligst in den Ort zurückziehen. Nicht, dass er da noch irgendwie durchbricht. Und du darfst mal den Ort hier zurückholen. Würde man sich hier halten? Es ist ja zumindest bergig. Ordentlichen Bonuswerten. Auch gegen Flugzeugträger und unser italienischer Jäger wird uns da drüben ja auch noch schützen. Und die Moral dieser Einheiten ist ziemlich am Ende.
Naja, wir können ja noch schauen. Aber es ist schön, jeder Hafen, den wir wieder haben, ist eine Entlastung für die Italiener hier drüben. Frag mich ja schon, wie eigentlich noch so los ist mit dem deutschen U-Boot. Hier ein bisschen schleichen können. Ein gegnerisches U-Boot. Na gut, stelle ich ein bisschen an die Küste. Also, gut zu wissen, man kann hier im Zweifel auch nicht einfach so durchfahren. Da sind U-Boote. Sowas. Ihr deckt derweil hier weiter dagegen. Es ist ja bald mit Griechenlands Beitritt zu rechnen. Jede Menge britische Koreinheiten. Besiedelt? Also falls er nicht auf die Idee gekommen ist, seine Koa umzubenennen, was gegen menschliche Spieler eine interessante Verwirrungstaktik sein würde, dann hat er also auch definitiv was hier aus Ägypten abgezogen. Gewisserweise verständlich, weil es da ja so ruhig ist bis hierhin. Und die Italiener müssten eigentlich ihre Flotte hochrüsten. Und ich finde es ganz lustig, dem Jäger seine Elite-Stärke wiederzugeben. Und auch, dass er, na, wenn wir das noch voll machen, das gibt ihm zwar noch ein paar Prozente, aber würde doch sehr, sehr viel kosten. Vielleicht wäre es da, Leute hochzurüsten, ist auch nicht gerade günstig. Na gut, dann schauen wir mal, wenn alle Hakus verschoben sind, vielleicht, wie es dann ausschaut. Und du kannst ja hier ein bisschen weitermachen. Gut, den Zerstörer versenkt man vielleicht mit ein bisschen Glück. Ach komm, sonst nimm den Zerstörer, vielleicht versenkst du ihn, wenn der andere vielleicht die größere Beute wäre. Ah. Abfangjäger und ein Feld fehlt. Wollen wir denn den da oben auch schauen? Musste wohl Schaden haben, weil es jetzt auch nur einmal geflogen. Einmal. Gut, der Zerstörer kommt dann leider mal davon. Der Marinebomber müsste dann auch langsam mal geheilt werden, oder wir bringen ihn mal nach da drüben hin, dass wir hier so allmählich eine gewisse Kontrolle aufbauen. Ich finde es schon nicht ganz nett, wenn die U-Boote in ihren Häfen zusammengeschossen werden. Und ich würde hier gerne mal entspannter mit Schiffen agieren können. Also, du hast deinen Job toll gemacht. Ich würde sagen, dich heilen wir einfach mal komplett hoch. Hat ja auch schon gut Erfahrung. Und die U-Boote heilen wir zumindest, oder dich vielleicht. Dass ihr hier nicht einfach abgeschossen werdet. Ich glaube, 7 und 8 reicht schon, wenn ihr auch im Hafen seid mit ein bisschen Jagdunterstützung. Frage zurück zu euch. Jos, also du kannst hier einfach mal weiter. Verzeihung, du kannst einfach weiter aufklären und sehen, dass sich erstmal weiter nicht viel getan hat. Gehen weiter, der Panzer stand letztes Mal da hinten an. Ansonsten ich die Sache hier auch erstmal vorsichtig. Hier noch ein U-Boot und eine Garnison. Das U-Boot natürlich hier irgendwo gerne hinbringen, aber es ist nicht ganz ungefährlich, wie wir wissen. Weil du kannst ja mal schauen, ob du in den Hafen reichen kannst. Warte, ist das eigentlich die. Radius ist 7. Das ist die Eskortierreichweite, oder? Achso, ja, aber es ist. Doch, es ist der Abfangradius. Wäre die Überlegung, den ich vielleicht noch ein Jagdflugzeug auf Dauer mitzugeben. Und der hier, der steht gerade ein bisschen auch zur Partisanenabwehr da rum. Aber vielleicht wäre es besser, wenn du dann auch schon mal hier drüben hin mitkommst, dass unsere Küste hier endlich mal gesichert ist.
diesen andauernden feindlichen Luftangriffen. Vielleicht doch mit ein bisschen Distanz zu da oben, dass du nicht direkt von gegnerischen Jagdflugzeugen angegangen werden könntest. Und fällt erstmal dran. Gehst. Der fliegt ja erstmal eh nicht mit. Deswegen denke ich mal, passt das schon. Und wenn ihr dann vielleicht noch den Marinebomber bald kriegt, könnt ihr auch endlich mal die Zerstörer fernhalten. So, dann haben wir noch irgendwo das sowjetische U-Boot. Und wir müssen den hier dringend in einen Hafen kriegen. Ganz gut belegt. Ansonsten kannst du ja auch hier einen in der Nähe nehmen. Erstmal frei aus. Die Frage, wo ist dieses U-Boot? Will man das mit einem Viererzerstörer herausfinden? Gut, sonst fahr mal da rein und. Okay, der wäre eben eigentlich auch schon frei gewesen. Kann sich hier ein bisschen umgucken. Sollte man eigentlich schon, denke ich, erwischen. Dass nicht zu viel Stress macht. Und die Frage ist immer noch in der deutschen Flottenstrategie: Wir können ja hier unten Schiffe einsetzen. Oder sammelt man sich dann doch da hinten? Bin mir weiterhin unsicher. Und erstmal sehen, wie sich die weitere Lage entwickelt. Tja, die Reiter. Ich denke, für die. Warte, wir haben noch hoffentlich genügend deutsche Landungsboot. 70%. Dann zumindest einer der Reiter. Ich. Und ich denke, ein finnisches Korps. Dann hätten wir einen kleinen Spezialauftrag. Müsste ja von der Versorgung her passen. Weil es hier am Hafen steht und das da macht. Und du. Auch demnächst mal mit der Garnison da einmarschieren. Er hat ja Norwegen besetzt. War keine MPP-Werte, kleine Siedlung, aber vom Prinzip her. Und darum. Naja, wir haben Finnland jetzt auch angeschlossen an die Eisenbahn. Da habe ich mir halt gedacht, wie wäre es, wenn man hier so ein bisschen, wenn man versucht, sich diesen Ort zu holen und den an die Eisenbahn anzuschließen. Dann könnten wir von überall auf der Karte direkt per Bahn da oben hinfahren und dann versuchen, von da nach Narvik Stress zu machen. Es ist halt sehr angenehm, das mit einfach einer Bahnverbindung regeln zu können, weil der Ort wird dann ja auch ziemlich stark, solange wir die Bahn halten, weil er hat ja Norwegen angegriffen, die wären verbündet zu uns. Und dann käme man nach Narvik und dann, wenn man das zeitig erobert, hier einfach einen langen, langen Feldzug hinführen. Weil er kommt ja nur über den Hafen dahin oder mit Landungsbooten. Landungsboot ist teuer und der nächste Hafen wäre dann erst hier und dann müsst ihr im Prinzip nochmal per Bahn rauffahren zur Front, was nochmal Zeit und MPP kostet. Da ist die Hoffnung, das holen, danach möglichst schnell Narvik und dann hier erstmal mit nach Süden ziehen und Trondheim. Und falls das funktioniert, auch noch gucken, ob man von der anderen Seite vielleicht hier in Richtung Oslo zieht. Man könnte hier mit einem Falli von Dänemark ausschauen. Gut, dahin reizt nicht. Aber falls der Hafen frei ist, da reinzuspringen. Oder mit einem Landungsboot. Der Hafen und dann gucken, ob man hier das machen kann und vielleicht Norwegen befreien. Aber ja, natürlich auch sehen, wann denn Truppen dafür verfügbar wären. Wir haben hier unten ja auf Sicht noch Griechenland dabei und auch noch genügend Stress von den Briten. Mal sehen, ob man sich da oben Stress leisten kann, während natürlich das primäre Ziel derzeit ganz klar die Sowjets sind. Gut. Was machen wir dann eigentlich mit dem Geld? Also es muss ja noch einiges verschoben werden, aber in der Diplomatie. Also den Dritten in Spanien hole ich jetzt erstmal nicht.
Es ist dann doch zu unwahrscheinlich, dass das irgendwie noch gelingen könnte, die so fertig zu kriegen. Und wenn man dann da oben landet, natürlich erstmal hier nicht. Es sind mir noch zu viele alliierte Schiffe hier in der Umgebung und zu wenig intakte italienische Schiffe, um hier groß was zu versuchen. Dann nutzt erstmal Landungsboote und macht in Norwegen ein bisschen Stress. Das heißt, in der Diplomatie und Forschung ist nicht. Wir haben vielleicht tatsächlich Geld, also nebst das noch verschoben werden muss und so, um Einheiten zu kaufen. Und wir könnten ja auch mal langsam Leute zurückkaufen oder noch ein deutsches Hauptquartier. Das wäre vielleicht eine Investition, weil weiterhin ist es ja eher knapp, was das angeht. Andererseits, einer kommt noch. Wir haben theoretisch das finnische Akku, das ungarische steht auch bereit. Vielleicht doch lieber Bodeneinheiten. Aber da gibt es auch wieder zig Fragen, weil man alles Mögliche eigentlich gebrauchen könnte. Mehr Infanteristen, zweifelsohne. Beziehungsweise neues deutsches Hauptquartier. Bräuchten ja, wenn das klappt, hier oben jemanden, der das führt. Bräuchten jemanden, der. Verzeihung. Der das hier mal unter einheitliche Führung stellt. Gerade wenn die Griechen dabei sind. Wir könnten in Afrika noch jemanden gebrauchen und im Osten sowieso endlos viele. Würde ich sagen, wir kaufen doch schon mal ein Hauptquartier. Vielleicht noch Luftabwehrkanonen. Die taugen ja im Zweifel auch halbwegs als Garnison und. Ah, oder doch Chor. Da kommt die Armee, wir brauchen mal ein bisschen Kampfkraft. Oder wir verschieben. Es ist. Man hat kein Geld und muss 10.000 Sachen machen, gefühlt. Es ist kompliziert. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt mal kurz einen Cut und schaue mir an, wen man wie verschieben sollte und mache dann auch schon. Und melde mich dann gleich wieder. Das ist jetzt ein bisschen kleinteilig hier in jedem Schritt. Deswegen, ja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Die meisten Verlegungen sind abgeschlossen. Der muss dir mal zurückfahren, damit er Versorgung hat. Und auch der Tiger hatte eine zu schlechte Versorgung für eine Verlegung, aber das kann man dann alles ab dem nächsten Zug machen und die Finnen können hier noch alles abräumen, was da so steht. Ihr könnt jetzt noch eure Angriffe durchführen. Sie ist leider den einen Schaden und der Reiter können ja noch ein bisschen weiter reiten. Und da oben einfach noch ein bisschen Land holen. Ihr macht hier alle weiter in euren Belagerungen. Zum Teil sind ein paar kaputte Flugzeuge jetzt auch in der Partisanabwehr. Auch dass einfach die Bahn hoffentlich intakt bleiben. Der ist ganz aus dem Norden gekommen und kann jetzt bei Stalingrad mithelfen. Soll ein bisschen aufklären. Hier noch ein, zwei Felder weiter vorgefahren, in der Hoffnung, dass nichts zu sehr schief geht. Ungarisches Akku ist jetzt hier wieder in der Gegend und der Italiener ist hier nur gelaufen. Einfach, naja, weil nicht so viel Geld da ist. Ein bisschen die Frage, wie man das hier am besten macht. Also ich denke, die Italiener sollten dann anfangen, ihre Flotte wirklich hochzurüsten. Und dann schon diese ganzen tollen Upgrades hat. Zumindest schon mal zwei Schlachtschiffe dann etwas besser drauf und werden nicht da nicht zu leicht abgeschossen. Meinetwegen noch auf 7 bringen. Die italienische Flotte irgendwann wirklich einsatzbereit ist. Das U-Boot ist noch da. Aber wenn du dich hier durchschleichst, naja, da kämst du hin, aber dann greift er dich wahrscheinlich direkt an. Natürlich einfach so mal hier ein bisschen rumschleichen. Also wie zielsicher ich in den U-Boot-Schleichfahrten die gegnerischen U-Boote finde, ist faszinierend. Ihr haltet ansonsten alle eure Positionen und auch bei den Deutschen hier Positionen halten und man muss hier ein bisschen aufpassen, dass das nächste Partisanenfeld. Dann darfst du ja auch unter anderem der Versorgung halber mal in den Ort zurück. Und ihr bleibt hier erstmal so stehen. Und ihr bleibt da drüben so stehen. Wir noch neu eine Garnison. Davon bräuchten wir auch dringend mehrere, sehr dringend. Hier unten haben wir noch, aber du müsstest eigentlich eher langsam mal zurück.
in irgendeinen Hafen hinein. Euch geht's noch allen gut. Ich hätte schon, wenn wir wenigstens das Chor kaufen. Also schon etwas Mannstärke. Na gut, zwei Garnisonen ist jetzt auch nicht so übermäßig viel. Aber sonst wird es bei euch Zeit, wenn Griechenland dabei ist, dass ihr dann hier auch langsam mal bessere Waffen kriegt. Hier ist nur eins gegeben. Doch zwei kriegen können. Oder ihr hier drüben, falls man euch doch nochmal irgendwo braucht und hinschickt. So, dann haben wir mit den Deutschen auch ziemlich genau kein Geld mehr und mit Italien auch nichts. Also im Osten läuft es ja jetzt auch nicht. Die sollen versuchen, ob sie da in Norwegen landen können, was sicherlich lustig wäre. Ihr räumt hier noch die Gegend frei. Ihr guckt, wie weit ihr hier noch weiter vorkommt. Schön übrigens, dass ihr das Akku schlagen konntet. Ihr macht weiter, solange die, soweit die Versorgung noch mitmacht. Ihr müsst mal gucken, dass ihr Voronezh, also dass sich da zumindest keine sowjetische Armee in unserer Angriffsflanke nach Moskau bilden kann. Ihr erobert Stalingrad und hier auch schon mal die Gegend. Das ist weiter eine Situation, wo man sich sehr viel gegenübersteht, aber irgendwann müssen wir natürlich die Briten hier auch mal schlagen. Und das hier ist irgendwie auch merkwürdig, wie es läuft. Aber im Moment der Defensiv, das ist irgendwie auch schon in Ordnung. Gut, und hier drüben bringen wir hoffentlich ausreichend dann mal Lufthoheit hin, dass unsere U-Boote sicher sind in den Häfen. Und Luftabwehr, es wird ja geforscht, ist bald irgendwann wenigstens die erste Stufe fertig. Und ein paar Flak sind hier auch schon mal auf dem Weg, die man platzieren könnte. Und endlich auch mal wieder mehr deutsche Hauptquartiere. Sieht doch ganz ordentlich aus. Ja, mal die Moral durchgehen. Italien 71. Deutschland 111. Sowjets 84. Briten 86. Weiterhin die größte Armee. Allerdings weiter so unerfreulich viele Schiffe, aber wenn unsere Bauprogramme dann durch sind, dann könnte es, naja, interessant werden. Bei den MPP aus. Also ja, die Sowjets kriegen immer mehr über Konvois, das heißt die Briten effektiv ein paar Punkte weniger haben eigentlich derzeit. Zumindest, na gut, Amerika, das wird immer mehr und die sind sicher auch schön am Forschen. Ja, aber die erleiden hier auch ihre Verluste. Uns ganz entspannt läuft. Ja gut, Italien, naja, die haben eh nie viele Punkte. 1400 in der Forschung, 1600, aber die sind jetzt seit kurzem erst dabei, das wieder so richtig in Schwung zu bringen. Ja gut, die sind konsequent am Forschen. Und die Briten jetzt auch wieder ein bisschen stärker. Sind die eigentlich schon inzwischen Infanterie? Ne, immer noch eins. Aber gut, das ist nett, aber damit das ein Vorteil für uns ist, sollte man vielleicht auch, falls sich Geld ergibt, das übrig bleibt, hier auch die Leute konsequenter mal mit den besseren Waffen ausstatten. Aber immerhin, es war ja mal ein Gegner hier oben. Jetzt hat man hier schon einen Teil der Küste und wieder zurückbekommen. Irgendwann den einfach mal ein, zwei Panzer vorbeischicken, wobei das Gelände ist schwierig. Und dann die alle zusammenschießen. Aber eigentlich, finde ich, brauchen wir die gerade alle im Osten, um hier so weit wie möglich schon mal zu kommen. Na gut, ich denke, wir können den Zug beenden. Bei denen können auch norwegische Partisanen auftreten und das U-Boot ist irgendwo auf einer Handelsroute. Produktionstechnologie Fortschritt, das ist schön. Und Industrie 4, das ist auch sehr schön. Dann nähern wir uns den 1000 Punkten an. Guardian sieht auch wieder etwas solider aus. Ja, und dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.